Aber gut, kann man ja nicht wissen. Schnief, schnief, irgendwas riecht unangenehm. Hast du gefurzt? Du hast doch gefurzt. Bärenforst voraus. Bärenforst. Was ist hier? Willkommen im Bärenforst. Sei freundlich und teile die Bären mit anderen Pokémon. Was bringt das? Sehr schlau von mir. Ja. In dem einen Büschel kommt ein Pokémon. Scheiße. Oh, auch noch ein Duflor. Das kann ich sogar gebrauchen. Komm, komm. Zack. Nein. Och, Herr im Himmel. Warum? Ziehstrahl. Wing, 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 wing. Hyperbauer. Zack. Wupp. Wupp. Zack. Was? Du blödes Vieh. Mann. Bleibst du wohl da drin? Komm. Geh drin. Bleib drin. Aus. Ja, liebe Leute, so sehen sie, wie man es nicht mag. Jetzt hoffe ich mal, dass es nicht ganz gilt, wenn es denn überhaupt wirkt. Nein, es wirkt nicht, da es mal wieder paralysiert ist. Schlaf, Bruder. Wing, 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 wing. Komm. Du Arschgeige, wieso jetzt ein Volltreffer? Das ist überhaupt nicht lustig. Du brauchst nicht so zu grinsen, Omot. Ich sehe dein Grinsen bis hier. Du Arsch, du. Mach das einfach hier einen Schabernack da draus. Einfach arme Pokémon hier zu verdreschen. Nur weil es jetzt so stark ist, weißt du. Vorher war es selber noch schwach, bevor ich kam und dann... Und jetzt ist wieder alles in Ordnung, oder was? Pustekuchen. Ich lasse doch nicht zu, dass es hier arme Pokémon schikaniert. Das geht doch nicht, ja. Ich meine, es stopft sich damit nur voll mit EP. Geht auf. Das kann ich natürlich jetzt gerne verzichten. Okay, da ist nix. Was haben wir hier? Achso. Waren zwei Wege. Duflor! Komm, weiß ich, versuch mal was anderes. Und so ist man mit brachialer Gewalt. Aeroass. Brachiale Gewalt war eine Scheißidee. Eine richtig Scheißidee. Naja, egal. Was ist da unten? Ist doch bestimmt irgendwas. Ich glaube, da geht es zurück. Anton. Dich lasse ich noch leben. Und ist mir dein Kollege nachher böse, wenn ich dich gegrillt habe. Irma. Wimmer, Schnief, oh hilf mir bitte. Ein angsteinflößendes Pokémon ist dort vor kurzem aufgetaucht.
Es war so gruselig. Es hat immer Angst gemacht. Ich bin zu verängstigt, um mich zu bewegen. Aber ich möchte nach Hause gehen. Oh, hier ist es wieder. Nein, verschwinde, es macht mir Angst. Wow, ich will zu meinem Papa. Traumato. Hypno. Boah, lol, das wird ja immer krasser. Mit Hypno wäre das Ganze natürlich was anderes. Ne? Schockwelle. Meditation. Jetzt zeigen wir dem mal, was eine Hake hängt. Wo die Hake hängen, Blitzer. Oh Mann, hä? Das könnt ihr jetzt reinhauen. Doch nicht. Pokéball. Flieg. LOL. Geil. Es trägt ein Pendel. Man berichtet von einem Vorfall, bei dem es ein Kind mitnahm, das es zuvor hypnotisierte. Der böse, böse Kinderfresser. Oh, das war so gruselig. Dankeschön. Irma wollte hier Beeren pflücken. Das ist für dich. Japa-Beere erhalten. Lex packt Japa-Beere in Beerentüte. Wie heißt du? Irma ist so verängstigt. Bringst du mich nach Hause? Okay, lass uns nach Hause gehen. Du hast also Irma gerettet. Wie kann ich dir danken? Irma, Schnuckepuck, verzeih mir. Papsi wusste nicht, dass du Angst und Probleme hattest. Irma, ist schon gut, Papsi. Ich habe mich mit Alexis angefreundet. Hör zu. Bitte zeige mir erneut, wie cool du bist. Oh, was ist das? Das ist für mich. Woher wusstest du, dass ich die seltene Gesteine mag? Du weißt, wie man einen Kerl glücklich macht. Alexis gibt dem Vater von Irma den Meteoriten. Lol. Oh, das ist von Bill. Richte ihm meinen Dank aus. Du warst einfach fantastisch. Das ist für dich. Mondstein. Packt Mondstein in Itemtasche. La 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 la. So, meine lieben Freunde. Ich denke, wir können jetzt wieder zurück. Wir haben jetzt die drei Inseln ausgiebig begutachtet. Und ja, schauen wir mal, was Bill von der ganzen Aktion hier hält. Bill, oh, hallo Alexis. Bill, was hat dich aufgehalten? Hast du dich amüsiert? Wir haben es geschafft. Die PCs laufen wieder. Celio, das haben wir unglaublich schnell erledigen können. Bill ist so wunderbar. Nein, es gab für mich nicht mehr viel zu tun. Celio, das muss ich dir lassen. Du hast viel gelernt. Celio, oh, wirklich? Hehe. Bill. Nun, Dado, da hast du es. Meine Arbeit ist getan. Wir können zurück nach Kanto. Celio, wir sehen uns. Celio, Alexis, es tut mir leid, dass wir dich heute weggeschickt haben. Ich verspreche, dass ich dir die Gegend ein anderes Mal zeige. So, das war eine lange Fahrt, oder? Mein Kamerad Celio scheint deine Gegenwart genossen zu haben. Ich bin sicher, er würde dich gerne erneut willkommen heißen. Wenn du den Tripass hast, kannst du jederzeit mit der Fähre von Urania City zu ihm fahren. Danke für die Begleitung. So, meine lieben Freunde. Ihr wisst ja, wofür es Zeit ist. Wir haben fast alle Pokémon auf 40 gepusht. Und ein gewisser Herr wartet noch auf einen Arschtritt. Aber nicht in dieser Aufnahme, denn ich habe schon wieder mehr gemacht, als ich wollte. Oder sagen wir so, ich habe wieder ein bisschen überzogen. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen, mir hat's gefallen. Ich werde hier an der Stelle speichern und sage bis zum nächsten Mal, euer Safi. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Wir sind wieder back. Oh Mann, mein Stuhl fuckt mich wieder. Moment. Ah.
Der will irgendwie seit einer gewissen Zeit immer runter. Automatisch bis ganz nach unten, also. Ist nicht bis so ein bisschen, sondern richtig. So, wir haben allerdings jetzt noch was vor. Ups, wir sind zu weit. Und zwar haben wir noch eine kleine Rechnung offen mit unserem liebsten Rivalen, Gary. Dem werden wir mal so gleich den Arsch versohlen. Oder eher den Hintern. So, jetzt muss ich nur wissen, welchem Stockwerk war das Ganze. Ich glaube, im zweiten war das Ganze. Oh, ich bin ein Genie. Ich bin ein Genie. Habe ich das schon mal gesagt? So. Was haben wir vorne? Der Gegner setzt Taubors ein. Knogger müssen wir auch mal wieder hochpushen. Wir bleiben erstmal bei Blitzer und werden jetzt weitermachen. Gary, was hat dich aufgehalten, Alexis? Haha, ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ich schätze, das Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in Saffronia City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Oh ja, du hast mich einmal mit deinem Glurak platt gemacht. Ein zweites Mal gelingt dir das nicht. Das schwöre ich dir. Oh ja. Guck dir das an. Das wird jetzt prickeln, mein Freund. Bam, bam, bam. Spürst du das Prickeln? Oh, verdammt. Selbst das überlebt er. Och, Mann. Egal, zweimal überlebt er das aber nicht. Mach dich platt. Ja, da geht das erste drauf. Garados. Ja, komm, bleiben wir erstmal drauf. Du kannst meinen Angriff so viel senken, wie du willst. Meins schießt eh nur mit Spezialangriff auf dich. Und zwar damit. Bam, bam, boom. Ah, ist das schön. Rache ist so süß. Und die 40 haben wir dafür auch noch gewonnen. Das ist doch ganz geil. Oh wei. Da haben wir doch sicher auch was Schönes dagegen, ne? Taubors haben wir dagegen. Waren Eisattacken jetzt gut gegen Pflanzen? Ich weiß es gar nicht mehr. Komm, Knogger. Arschlecken. Das habe ich eigentlich richtig in die Kacke gegriffen. Wenn man mal so überlegt. Das ist mir aber scheißegal. Knochen mehr ran. Wir haben richtig in die Kacke gegriffen. Oh. Scheiße, ich bin so ein Idiot. Oh nein. Demnächst wechsle ich einfach zu Taubors. Ist doch nicht zu fassen. So. Oh. Damit kann ich nicht leben. Komm schon. Ja. Dankeschön. Einmal getroffen. Owei wurde besiegt. Wir haben fast ein Level. Ja, das geht hier in langsamen Schritten voran. Wen setze ich dagegen ein? Ich weiß es gar nicht. Den bewahre ich mir noch auf. Der Boss. Boah, ich hätte nicht nach dem Essen jetzt eine Aufnahme starten sollen. Egal. Aeroas. Friss das. Oh ja. Fühlst du diese Niederlage? Sie rückt langsam näher. Jetzt bin ich besser bewaffnet als beim letzten Mal.